مدينتان في قلب أوروبا، مانستر وأوسنابروك، وهما مدينتان رائعتا الجمال. هنا في هذه المنطقة انتهت حقبة دموية من حرب الثلاثين عاما على يد مبعوثي القوى المتحاربة. كان هذا أول مؤتمر سلام في التاريخ الأوروبي. استغرقت المفاوضات 5 سنوات مع استمرار فظائع الحرب. Der Kampf auf den Schlachtfeldern wurde quasi auf dem diplomatischen Parkett fortgesetzt. Es war eine tatsächlich fiebrige Stimmung in diesen letzten Wochen des Friedenskongresses. Hektik brach aus, Druck wurde aufgebaut, man wollte den Frieden um jeden Preis. كان موفد الإمبراطور الألماني في حركة دائمة منذ 14 يوما. في 30 من سبتمبر عام 1648 أبلغ رسالة من فيينا إلى المبعوث الإمبراطوري في مانستر. Ihre Exzellenz, der kaiserliche Brief. Endlich. ستقرر هذه الرسالة ما إذا كان هناك سلام بعد 30 عاما من الحرب المريعة. هل سيمنح فرديناند الثالث معاهدة السلام التفاوضية مباركته؟ Dieser Brief war chiffriert. Vollmer, der kaiserliche Gesandte in Münster, war nicht in der Lage, diesen Brief jetzt zu dechiffrieren, weil ihm der Schlüssel fehlte. سوف تقرر المقاطع المشفرة هذه مصير الأمم بأكملها. هل سيفشل السلام في نهاية الأمر؟ معارك طاحنة ومجاعات وطاعون وكوليرا. لثلاثين سنة منذ عام 1618 ولغاية عام 1648 قادة وحشيون وجنود مغيرون دمروا نصف أوروبا. عاش الجميع في جحيم. إنها حرب دينية بين الكاثوليك والبروتستانت، لكنها أيضا حرب من أجل الهيمنة على أوروبا. كل قوة أوروبية عظمى كانت متورطة في كل هذا. مات نحو 4 ملايين شخص في العاصفة الأوروبية. Es gibt eine Diskussion darüber, war das jetzt ein Religionskrieg oder war es ein machtpolitischer Krieg? Es ist tatsächlich eben eine Mischung aus beiden. Dieser Krieg gibt uns eine Fülle von Hinweisen, wie gegenwärtige Kriege laufen. Und wir scheinen jetzt gerade wieder in einem Moment zu sein, wo wir auch zu Recht uns fürchten, dass alles, was an Ordnung und Vernunft um uns herrscht, zerfallen kann. في عام 1618 أصبحت أوروبا مجزأة مناطق ومدن ومقاطعات كاثوليكية وأخرى بروتستانتية. في مايو عام 1618 تمرد في بوهيميا البروتستانتية سحقه بقوة الإمبراطور الكاثوليكي. هذه نقطة اشتعال الحرب. دعمت السويد البروتستانت واجتاحت كل أوروبا بقواتها. فرنسا وإن كانت كاثوليكية تحالفت مع السويد بحثا عن الدعم في وجه إسبانيا التي في دورها شكلت تحالف هابسبورغ مع الإمبراطور الألماني. في النهاية كل أوروبا تقريبا تورطت في الحرب. Es ist ein Krieg, der dadurch gekennzeichnet ist, dass er ein europäischer Krieg ist, der aber tendenziell nur auf dem Boden des formell und korrekt gesagt Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation stattfindet. Also politisch war das Heilige Römische Reich
deutscher Nation, ein Gebilde, das in mancher Hinsicht auch Ähnlichkeiten mit, sagen wir mal, der Europäischen Union in unseren Tagen hat. في ذاك الوقت أصبحت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ساحة المعركة الرئيسة لحرب 30 عاماً. عند اندلاع الحرب وحدت الإمبراطورية نحو 300 مدينة ملكية وأبرشية ومقاطعة تحت حكم شخص واحد هو الإمبراطور. وقفت على جوانب مختلفة وقاتلت بعضها بمرارة. عندما لم توفر الخسائر في ساحات القتال والديون المتصاعدة أي حل آخر، حان وقت الدبلوماسيين. Also das ist, denke ich, der eigentliche Schatz dieses Friedenssaals, weil diese Porträts sind gleich entstanden, unmittelbar nach dem Friedensschluss. Und es ist immer wieder also ein ergreifender Moment, wenn ich hier persönlich in diesen Saal komme und mir diese Gesamtporträts ansehe. Also man hat dann wirklich das Gefühl, man hat diesen Männern und diesen Gesandten hier sehr, sehr viel zu verdanken. Und wenn ich hier so in die Runde schaue, das ist die politische Elite der Zeit. Also das muss man sich vor Augen halten, dass hier eben doch alles Personen waren mit einer langen politischen Erfahrung, einer hervorragenden Ausbildung. لم يكن الإمبراطور والأمراء والملوك هم من يتفاوضون، كانوا يرسلون مستشاريهم والدبلوماسيين والمحامين ورجال الدولة الموثوق بهم. حتى ذلك الحين لن يعيرهم التاريخ الكثير من الانتباه. Wenn die Feldherren sexy sind und über sie werden die Biografien geschrieben und die Gesandten werden vergessen, dann ist es eine ungerechte Verteilung. Die Kriegsmacher genießen größere Aufmerksamkeit als die Friedensmacher. Die Friedensmacher sind eigentlich die unsichtbaren Gestalten. كان الكونت فون أند زو تروتمانسدورف هو المبعوث الإمبراطورية الألمانية الأساسي. إنه من هابسبورغ ويعيش في فيينا. منذ عام 1645 تسلم مهمة المفاوضات في ويستفاليا. فون هو الرجل الأهم في المؤتمر، لكنه كان في حال صحية سيئة. Sie sollen doch im Bett bleiben, Exzellenz. في عام 1647 غادر مؤتمر السلام وعاد إلى فيينا وراقب الإجراءات من هناك. Sie wirken besorgt. Ja, wie sollte ich das nicht sein? Ihr Friedenswerk wird in Erfüllung gehen, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe heute Nacht ein Zeichen am Himmel gesehen. Ganz deutlich. Das ist doch Aberglaube. Ich hab's gesehen. إن النصب التذكاري والهالة بالقرب من ريغنسبرغ هو واحد من أهم المباني الألمانية الكلاسيكية. تم تكريم شخصيات مهمة في التاريخ الألماني هنا منذ عام 1842. فيرديناند تروتمانسدورف هو سليل المبعوث الإمبراطوري الرئيس ماكسيميليان فون تروتمانسدورف. لسنوات عديدة كان عضوا في الجهاز الدبلوماسي لجمهورية النمسا، مؤخرا كان سفيرا في براغ. Suchen nach der bestimmten Perücke. Weiß aber nicht. Wallenstein der Arme. Wo ist er denn? Aha. Da haben sie doch. Max von Trautmannsdorf. So schief ist die Perücke gar nicht auf, muss ich sagen. Aber vielleicht auch idealisiert. Zwei Maximilian nebeneinander. Strich. Die zwei müssen sich auch gut gekannt haben. Offensichtlich hat man schon Mitte des 19. Jahrhunderts sich überlegt, dass er eine wichtige Position gehabt hat in der deutschen Geschichte sozusagen. Also wir haben in der Familie ihn hauptsächlich immer darüber gewitzelt, dass er seine Perücke schief aufgehabt hat. Also ich kann das jetzt nicht direkt sehen, aber vielleicht schon. So fülliges Haar wird man damals in seinem Alter nicht mehr gehabt haben. Wenn man sich ihn jetzt als ganze Persönlichkeit vorstellt, kann man sich schon denken, dass er durchaus auch einen Eindruck gemacht hat. في والهالا يقف تمثال تروتمانسدورف بجانب تمثال ماكسيميليان حاكم بافاريا.
لطالما تفاوض هو وتروتمانسدورف خلال حرب 30 عاما. أرسل فون رسائل مشفرة من فيينا إلى إسحاق فولمار المبعوث الإمبراطوري الثاني. ولد في عائلة متواضعة، لكن حقق نجاحاً في بلاط فيينا بسبب طموحه. أصبح هذا المحامي الرجل الأساس في المرحلة النهائية من مفاوضات السلام. Allmächtiger Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein! Sollen all unsere Bemühungen scheitern, bloß weil ich, der kaiserliche Gesandte Isaac Vollmer, einen Brief nicht lesen kann? Was soll ich dem Gesandten jetzt sagen? Ich würde mich lächerlich machen. Er konnte diesen Brief nicht entschlüsseln, hat in seiner Verzweiflung dann nochmal nach Wien geschrieben und hat darum gebeten, dass er einen Schlüssel bekommt, um diese Schreiben entziffern zu können. لفترة طويلة كان من غير المؤكد ما إذا كان مؤتمر السلام سيعقد. كيف يمكن أن يجمع امرؤ الكاثوليك والبروتستانت في مفاوضات مشتركة؟ كيف يمكننا منع الخلاف الديني؟ أصرت القوى الكبرى الحليفة لفرنسا والسويد على الإقامة في مدينة تتبع مذهبهم. كانت السويد بروتستانتية وفرنسا كاثوليكية. أخيراً اتفقوا على مدينتين. Die Schweden mit Hauptsitz in Osnabrück, die Franzosen mit Hauptsitz in Münster. Das sind sehr, sehr, sehr viele Mächte dort, also 14 europäische Mächte, über 100 Reichsstände und derlei mehr. Das ist das Besondere, aber dieses Besondere der vielen Parteien, die in Münster und Osnabrück und auch nochmal in beiden Städten an gesonderten Orten miteinander verhandeln, dieses Besondere hat natürlich auch damit zu tun, dass der Krieg, der vorangegangen war, ein ganz besonderer Krieg war. لفهم كيف نشأت حرب 30 عاما علينا العودة إلى البداية، إلى بوهيميا عام 1618. حدث إقليمي في براغ أطلق العنان لأكبر كارثة في التاريخ الأوروبي. خلق الإصلاح صدعا في المسيحية. تعاظمت الكراهية وانعدام الثقة بين الكاثوليك والبروتستانت، خصوصا في بوهيميا في مملكة الكاثوليك هابسبورغ. مزقت الثورات المتكررة السلام الهش. في عام 1609 منحت حرية العبادة للبروتستانت في بوهيميا، لكن بعد 9 سنوات ألغاها الإمبراطور فرديناند. احتجاجا قام الأرستقراطيون البروتستانت باقتحام قلعة براغ ورموا 3 من المسؤولين من النافذة. نجا الرجال من حادثة الرمي من النافذة في براغ فقط بسبب كومة روث تحت النافذة. لن يتقبل الإمبراطور مثل هذا الهجوم على سلطته. وهكذا انطلقت معركة الدين والسلطة. Sobald ein erzwungener Konfessionswechsel ins Spiel kommt, mobilisiere ich möglicherweise alle meine Reserven, die ich noch habe, um Widerstand dagegen zu leisten. Und das ist natürlich bei einem Krieg wie dem 30-jährigen Krieg, wo diese ja letzten Endes Fragen der Heilsgewissheit eine Rolle spielen, von ganz zentraler Bedeutung. معظم الناس في أوروبا يعيشون بعيدين في شكل كبير عن المؤامرات السياسية. قلة منهم متعصبون دينيا، إلا أنهم شعروا بالإهانة من تصرف الإمبراطور الكاثوليكي تجاه معتقدهم الديني. في حين كان الأرستقراطيون في حال ثورة، رأى العديد في الأمر فرصة للقتال من أجل دينهم وفي وجه الكاثوليك، وانضموا إلى الجيش البوهيمي، لكنهم لم يعرفوا ما ينتظرهم. كوجهة للحج، إن دير البنديكتين كنيسة سيدتنا المنتصرة هو تذكير بالمعركة الأولى الكبيرة في حرب 30 عاما، تقع على الجبل الأبيض الذي كان حصنا عسكريا منيعا. احتل الجيش الروماني سلسلة الجبال لأيام. لم تتوافق القوات الإمبراطورية الكاثوليكية على ما إذا كان عليها أن تخاطر بالهجوم أم لا،
ولكن بعد ذلك عرض عليهم راهب صورة مدنسة لمريم. Das ist der unmittelbare Moment vor dem Ausbruch der Schlacht und da betet der Dominikus, der sicher mit voller Überzeugung so gehandelt hat, weil er sowohl Prag vor der Plünderung bewahren wollte im Winter, wie vor allem eben einfach den katholischen Glauben retten wollte. Dass er damit den 30-jährigen Krieg ausgelöst hat, war ihm natürlich nicht klar. Man sagt zwar, der Fenstersturz war der Auslöser, aber wirklich im großen Stil losgegangen ist es erst mit der Schlacht auf dem Weißen Berg. في الثامن من نوفمبر عام 1620 هاجمت القوات الإمبراطورية الكاثوليكية البوهيميين. بعد أن استفزتهم قصة الصورة المدنسة لمريم العذراء، احتلوا الجبل الأبيض تحت قيادة الجنرال تيلي في وقت قصير. هرب العديد من الجنود. انتهت المعركة بعد ساعتين. دافع الإمبراطور عن مطالبته بالتاج البوهيمي. Schlacht war nicht das, was sich dem hiesigen Volk so als Katastrophe eingeprägt hat, sondern die Folgen der Schlacht. Wer nicht katholisch werden wollte, musste das Land verlassen. Das war, nachdem es vorher schon einmal Religionsfreiheit gegeben hatte, eine besonders bittere Situation für das Land. Die ganze protestantische Oberschicht ist außer Landes gegangen, sodass nach der Schlacht auf dem Weißen Berg tatsächlich das Land ausgeblutet war, finanziell und intellektuell. Also man konnte nicht absehen, dass dieser böhmische Aufstand, ein regionaler Konflikt, dass das sich zu einem Flächenbrand entwickeln würde. Das war nicht vorhersehbar. Und so gewinnt diese ganze Geschichte dann eine große Eigendynamik. من بوهيميا توسعت الحرب غربا. مدفوعين من قبل الدعاة المتعصبين، استمر الناس في التدفق إلى معركة تستمر في النمو. انضمت عائلات بأكملها إلى القوات العابرة سعيا للحصول على الخبز والغنائم. كان مصير العديد منهم الموت. Die militärische Lage hat sich dann für den Kaiser so dramatisch verschlechtert, dass er denn wirklich ab 1645 gar keine andere Wahl hatte, als jetzt seinen besten Mann nach Münster und Osnabrück zu schicken, damit er hier auch ernsthaft in Friedensverhandlungen eintritt. Der Kaiser hat mir die Leitung der westfälischen Friedensverhandlungen übertragen und mich mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet. Ich weiß sein Vertrauen zu schätzen. Der Kaiser sieht deutlicher als jemals zuvor, dass auf den Schlachtfeldern nichts zu gewinnen ist. Der Krieg hat das Reich in einem verheerenden Maß ruiniert, die kaiserlichen Truppen geschwächt und die Mittel fast gänzlich aufgebraucht. Es mangelt an Geld, an Waffen, an Männern. Und die Sehnsucht im Land nach Frieden ist groß. Das wird ein schwieriger Weg. Wir brauchen den Frieden unbedingt. Die Kutsche ist jetzt abfahrbereit, Exzellenz. يتضمن أرشيف الدولة النمساوية وثائق قيمة تعود إلى حرب الثلاثين عاماً. رسائل، وثائق، وتوكيلات. إنها محفوظة بعناية كبيرة. هذا ختم إمبراطوري يعود إلى عام 1645 تم الحفاظ عليه من التلف. يحافظ فرديناند على إرث سلفه ماكسيميليان فون تروتمانسدورف. برفقة المؤرخة لينا أوتزيل يتفقد التفويض الإمبراطوري الأصلي. Wahnsinn. Überdenken Sie, das Dokument ist fast 400 Jahre alt. Ja, vom 4. Oktober 1645. 45. In Linz ausgestellt. Aha, in Linz. Mhm. Naja,
Das haben wir sie schon, oder? Da haben wir sie. Das ist die Generalvollmacht. Und sehr repräsentativ. Wahnsinnig schön geschrieben, das kann sogar ich lesen. Dann haben wir hier an Maximilian Trautmannsdorf. Ja. Haben wir halt ganz klar, dass er der Generalbevollmächtigte ist. Ja. Also der Kaiser hatte ja verschiedene Gesandte in Münster und in Osnabrück und er stand halt allen vor. Also das ist ein Schlüsseldokument oder das Schlüsseldokument überhaupt für die Verhandlungen. Dann kommen dann noch die detaillierten Instruktionen. Und jemand wie Trautmannsdorf, und das ist das Besondere an Trautmannsdorf, hatte einfach einen größeren Handlungsspielraum als so der normale Gesandte, weil er eben ein so enges Vertrauensverhältnis mit dem Kaiser hatte. Ja. Also er war vorher schon Schlüsselfigur am Hof. Wer am Hof zum Kaiser wollte, ging über Trautmannsdorf. Er ist auch als das alter Ego des Kaisers bezeichnet worden. Wann kommt er denn nun, der neue Gesandte? Und vor allem wie? Ob er die Franzosen überbieten kann? Der Duc de Longueville kam mit 100 Karren Wein. Wo ist man 200? Graf von Trautmannsdorf soll ein fähiger Diplomat sein? Er ist der geduldigste Mensch auf Erden. Er wird mit allen Parteien reden. Die Reichsstände lässt auch der Kaiser nicht zu. Er soll weitreichende Vollmachten von ihm haben. Aha. Was wird wohl seine Taktik sein? Sind Ihnen die Forderungen der Schweden schon bekannt? Genau, das weiß man nicht. Verzeihung. لم يكن هناك أبدا افتتاح احتفالي بمفاوضات السلام في مانستر وأوسنابروك. لا أحد كان يعرف كيف يقود مثل هذه المفاوضات، من يحتاج إلى التحدث مع من ومتى. انتقل المبعوثون إلى مدينتي المؤتمر شيئا فشيئا وحاولوا ترك تأثير على بعضهم البعض. Es gibt kaum Darstellungen von solchen Einzügen und dies ist das Einzige, was den Einzug eines Gesandten in die Stadt Münster zeigt. Man sieht sehr aufwendig, dass viele Lakaien vorhanden sind, die sozusagen die Kutsche begleiten, auch vorne auf den Pferden teilweise sitzen. Und das ist eben ein Element eines typischen Einzugs eines Gesandten in die Stadt, wo die Friedensverhandlungen dann eben stattfinden. Eine schöne Situation, wie man diese auf der einen Seite schön eine Stadt sehen kann, aber wie die Situation wirklich in der Stadt war, die auch von den Gesandten geschildert wird, ist die Situation hier mit den Schweinen außerhalb der Stadt. Man weiß eben, dass normalerweise die Schweine in der Stadt frei herumliefen. Das heißt, die Straßen waren verkotet. Das war aber so der Normalfall. Jeder hielt sich seine Schweine, also der Gestank in einer spätmittelalterlichen, auch frühneuzeitlichen Stadt, ist eben dann doch anders, als man sich das teilweise so heute vorstellt, mit gepflegten Straßen und schönen freien Plätzen. Es hat schon gestunken an allen möglichen Ecken. بالنسبة إلى سكان مانستر، كان وصول المبعوثين بمثابة تسليط الضوء على الثقافة. وقفوا صفوفا مع الطبول والملابس الجميلة وأعجبوا بالعربات الفاخرة والفساتين الثمينة. Die Delegationen wurden immer schon weit außerhalb der Stadt empfangen und je weiter außerhalb war sozusagen auch die Höhe des Rangs wieder daran ablesbar. Das ist ja heute auch noch im Bereich der Diplomatie dieser Begriff des Entgegenkommens. Das ist also wirklich auch eine räumliche Form des Entgegenkommens. سافر ماكسيميليان إلى مانستر في أواخر أكتوبر عام 1645. لم تنجح المفاوضات بعد. إن رحلته عبر بلد مدمر ذكرته بمدى أهمية تحقيق السلام، لكن عليه أن يراقب كل الاهتمامات المختلفة. حتى الآن هذا النوع من المفاوضات غير معروف بالنسبة إليه، إنها حالة غير مسبوقة. لا يريد تروتمانسدورف أن يتسبب بضجة، لم يعجبه البهاء والعظمة المعتادة، لذلك قرر أن يصل في الليل. Insofern hat es durchaus etwas Überraschendes, wenn Trautmannsdorf sich so zurücknimmt. Also man kann ja auch sagen, dass eine gewisse Zurücknahme des Auftritts eine Form des Entgegenkommens ist, die der anderen Seite signalisiert, wir müssen nicht bis zum Äußersten in bestimmten Fragen verhandeln und uns streiten. Als kleines Dankeschön vorab. Ich konnte nichts dagegen tun, Exzellenz.
Diese Unsitte greift immer mehr um sich. Alle Parteien versuchen auf diese Art, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Und alle nehmen hier etwas. Entweder von der einen oder von der anderen Partei. Ja, manche nehmen auch von beiden. Ja, es wird langsam zur Plage. Schokolade. Pfeffer. Kaffee bekommt man in Münster nur schwer. In Zukunft nehmen wir solche Geschenke nicht mehr an. Besondere Neuigkeiten, Vorfälle? Man ist gespannt auf Sie, Exzellenz. Die Zeitungen im ganzen Land berichten über Ihr Kommen. Sie sind voller Hoffnungen auf Frieden und rätseln über Ihre Strategie. Wissen Sie schon was Neues über die Forderung der Franzosen? Sie halten sich bedeckt, genau wie die Schweden. Ja, die beiden Kronen geben vor, den Frieden zu wollen, aber sie tun nichts dafür. Eine Verzögerung der Verhandlungen scheint Ihnen ganz recht zu sein. Sie hoffen weiterhin auf den Schlachtfeldern zu siegen und setzen damit den Kaiser unter Druck. Wir brauchen einen schnellen Frieden und wir bieten Ihnen dafür Land. Ist das vernünftig? Aber ja, je länger der Krieg dauert, desto mehr werden Sie fordern. Ich spreche heute noch mit den Franzosen, besser den katholischen Franzosen nachgeben als den protestantischen Schweden. Für Frankreich und Schweden war eigentlich eine Weiterführung oder eine lange Dauer des Krieges eher positiv, weil je länger der Krieg eben dauerte, desto mehr Zugewinne konnten sie eben auch auf Kosten der Habsburger machen. Die Strategie, zunächst einmal zuzuwarten und zu schauen, wie die andere Seite sich darstellt, hat natürlich auch mit der Sorge zu tun, Forderungen zu stellen, die nicht hoch genug sind, die deutlich unterhalb dessen bleiben, was man durchsetzen könnte. كان مؤتمر السلام تحديا لوجستيا كبيرا لمانستر وأوسنابروك. كان من الضروري إيجاد أماكن إقامة للوفود الكبيرة وتوفير الأمن والمواد الغذائية التي سيتم توريدها. يحتفظ أرشيف مانستر بوثائق مفاوضات السلام. Die Stadt Münster ist ja Landstadt. Sie gehört dem Fürstbistum von Münster und muss nun für diese Zeit einen anderen neuen Status kriegen. Das kann dann nur der Kaiser. Und die Stadt ist dann für die Dauer des Kongresses zu einer neutralen Stadt erklärt worden. Und das erfordert natürlich eine Urkunde. Es ist eine Papierurkunde, immerhin mit einer schönen Auszeichnungsschrift. Also schon sauber geschrieben und mit der persönlichen Unterschrift und dem Siegel. Das hütet natürlich die Stadt Münster, der Rat höchstpersönlich, das ist ein wichtiges Dokument. Ja. Diese Neutralität schließt eigentlich auch ein, dass alle diejenigen, die die Stadt mit Lebensmitteln beliefern, auch freies Geleit haben und durchgelassen werden müssen. Das ist für so eine Stadt natürlich schon ausgesprochen wichtig, dass sie diese Versorgungssicherheit hat. Ich habe da auch eine Stelle gefunden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt keinen Posten für die Gesandtschaften. Keine Rubrik, Kosten des Kongresses oder so etwas. Es findet sich dann unter der Rubrik sonderliche Ausgaben oder auch sonst irgendwas. Und eine schöne Eintrag habe ich gefunden, der Protokollführer schreibt, Item als Verlittener, also die letzte vergangene Fastenzeit, die Herren Abgesandten sich beklaget, dass keine Fische zu bekommen wären. Hm. Ne? Und deswegen bei den Herren des Rats darum angehalten haben, dass man einen Teich mit Fischen von den Schützenbruderschaften zu Warendorf ankaufen solle. Ah. Und die tun das und geben dadurch eine erkleckliche Summe dafür aus. 75 Taler, das ist wirklich viel. Also 75 Taler, wenn man das hochrechnet, würde man 75.000 Euro sagen. في حانات المدينتين كنت تسمع الأخبار من جميع أنحاء أوروبا. اختلط المسافرون بالكتاب وأمناء السر والمبعوثين. Gasthäuser wie dieses sind bei den Gesandten häufig die erste Anlaufstation gewesen, von der man dann aus eine Quartiersuche betrieb. Oder wenn man nur für ein paar Tage von Osnabrück nach Münster kam, dann war das Normale, dass man eben in einem Gasthaus abstieg. Es gibt eine ganze Reihe von Berichten, dass
die Verabreichung größer Mengen von Bier oder Wein auch durchaus ein Verhandlungsmittel war, dass man versuchte, sozusagen die Gegenseite betrunken zu machen und aus ihr Informationen herauszuholen. تضاعف عدد سكان مدينتي المؤتمر في غضون بضعة أشهر، في مانستر من 10 إلى 20 ألفا، كما جاء الموسيقيون والبهلوانيون والتجار والبغايا إلى المدينتين مع الوفود الأجنبية. إن احتمال الحصول على منصب مدفوع الأجر كمبعوث اجتذب الناس من أماكن بعيدة. Bei der Verteilung der vielen, vielen Delegationen über die ganze Stadt hat man darauf geachtet, dass sie angemessen, adäquat untergebracht waren. Angemessene Unterkünfte für die Delegierten zu finden, war immer sehr, sehr schwierig. Natürlich hatte man hier in Münster eben nicht so die großhochherrschaftlichen Residenzen, wie sie in anderen Städten zur Verfügung waren. Insgesamt ist das Leben in Münster deutlich teurer geworden. Die Lebensmittelpreise sind angezogen. Dafür kam aber auch großstädtisches Flair in die Stadt. Dinge, die man vorher vielleicht gar nicht so in Münster hatte oder die auch nicht im Angebot waren. Die französische Gesandtschaft hat sich darum bemüht, als eine der vornehmsten zu erscheinen. Und das ist dann eben auch eine Frage der Quantität, der Zahl, 40 Köche, 80 Leibgardisten. Das ist schon, dagegen konnten die Kaiserlichen, die ja eigentlich höherrangig waren, nichts Entsprechendes entgegensetzen. حاول الوفد الفرنسي الإقامة في مقاطعة ويستفاليا بأفضل طريقة ممكنة. هنري الثاني من أوريليون دوق لونغفيل هو المبعوث الرئيس للفرنسيين. أرسل مازارين الوزير الحاكم لفرنسا دوقا إلى مانستر عام 1645، لكنه ما لبث أن شعر بالضجر. واقع أن لونغفيل أحضر زوجته جانفييف الشابة البالغة من العمر 25 سنة وأميرة بوربون كانت محط أنظار سكان مانستر. Anne Geneviève, ma chérie, vous aimez. In Paris werde ich noch viel schöner sein. كانت أن جانفييف تواقة إلى اتفاق السلام، أرادت العودة إلى باريس، لكن لونغفيل أراد فقط العودة إلى البلاط الفرنسي منتصرا. Il y a une succession de banquets sur plusieurs jours donnés le duc de Longueville pour impressionner et puis pour avoir aussi des attaches dans la ville de Münster, distribue du vin gratuitement, c'est bien sûr très populaire. Il y a même, on rapporte même, alors est-ce que c'est vrai, c'est difficile, mais on rapporte qu'il y aurait eu un éléphant apporté pour distraire notamment donc la duchesse de Longueville, madame Anne-Geneviève de Bourbon-Condé. Also un typischer Tag eines Delegierten besteht zu mindestens 50% aus Warten. Man wartet auf die Post. Wenn die Post gekommen ist, muss sie innerhalb eines Tages beantwortet werden. Man nutzt die übrige Zeit für Gespräche mit anderen Delegierten. Und wie liefen die Gespräche mit den Franzosen? Mäßig. Sie scheuen sich noch, ihre territorialen Forderungen klar auszusprechen. Ich warte auf ihre Konkretisierung. Ich glaube nicht, dass der Duc de Longueville sich wirklich für die Verhandlungen interessiert. Aber den Münsteranern macht er offensichtlich Spaß. Alle lieben seine Frau. Kaum einen Tag ohne eine Nachricht über sie. Das ist die Post. Vollmann, nehmen Sie die bitte mit. Alles klar, danke. Münster hinter dem Saustall. Wenn man vom Teufel spricht, von den Franzosen. في رسالتهم حدد الفرنسيون أخيرا مطالبهم الأساسية. Soll das ein Scherz sein? Nun lachen kann ich darüber nicht. Frankreich fühlte sich von den Habsburgern umklammert, also von den spanischen Habsburgern und den österreichischen Habsburgern und wollte sich also aus dieser Umklammerung lösen und hat gleichzeitig auch nach Hegemonie in Europa gestrebt. Das würde das Ende der spanischen Straße bedeuten. Ja, Sie gehen aufs Ganze. Ich fürchte, das ist erst der Anfang. Es geht Ihnen um die Zerschlagung der Habsburger Linien. Was sollen wir Ihnen antworten? Gar nichts.
Wir statten Ihnen einen Besuch ab. لجلب الإمدادات إلى أراضيهم الشمالية والتي هي اليوم هولندا وبلجيكا، كان على الإسبان سلوك الطريق البحرية، لكن الطريق إلى بحر الشمال قد يقطعها الفرنسيون والبريطانيون. على الطريق عبر البحر الأبيض المتوسط كان لابد من نقل البضائع برا من شمالي إيطاليا من خلال ما يسمى الممر الإسباني، والذي كان يقطع مرارا وتكرارا من قبل القوات الفرنسية. Diese spanische Straße berührte aber eben ganz massiv französisches Gebiet und Reichsgebiet. Und so erklärt sich eben auch, dass diese spanische Straße massiv umstritten war. كانت الكنيسة مكانا للحياة العامة في زمن مفاوضات السلام. ذهب المبعوثون وكذلك الناس العاديون إلى هناك. كان لكل مبعوث كاهن خاص به والذي كان يبشر أيضا. لكن النبرة اختلفت. في بداية الحرب كان المبشرون يدعون إلى القتال، والآن إنهم يدعون إلى السلام. Die Gottesdienste waren natürlich auch ein Treffpunkt der Delegierten, wo es nicht um Inhalte ging, sondern um die Form, auch darum, dass man zeigte, dass man sich für den Frieden einsetzte. Die Gläubigen haben daraus Hoffnung geschöpft, dass es nun endlich Frieden werden solle. Und die Gesandten haben geschimpft, nicht wahr, dass sie damit eigentlich von ihren eigenen Leuten unter Druck gesetzt werden. Willkommen! Welche Ehre, Sie auf unsere Soiree begrüßen zu dürfen, Exzellenz. Und der Herr Vollmar? Ich hätte Sie doch von unserer königlichen Karosse abholen lassen, wenn ich gewusst hätte, dass Sie kommen. Danke, ich laufe lieber. Und die Wege in Münster sind soweit ja nicht. Wie ich sehe, haben Sie sich ganz gut eingelebt. Ja, bestens. Wenn man uns schon hierher in die Verbannung schickt, dann wollen wir wenigstens so tun, als seien wir in Paris. Das scheint Ihnen ja hervorragend zu gelingen. Sie erwarten offensichtlich keinen schnellen Frieden? Wir verhindern ihn nicht. Der Frieden ist unser oberstes Ziel, Exzellenz. Wer ihn hinauszögert und sich daran bereichern will, ist nur ein Schuft. N'est-ce pas, Henri? Wir wollen uns an diesem wundervollen Abend doch nicht über Politik unterhalten. Kommen Sie, Graf. Feiern Sie mit uns. Ich wollte mich nur persönlich von Ihnen verabschieden. Sie wollen schon gehen? Ich reise morgen nach Osnabrück zu Gesprächen mit den Schweden, da es bei uns ja leider keine Einigung gab. Exzellenz? Glauben Sie wirklich, wir würden uns mit ein paar kleinen Ländereien und Bistümern zufrieden geben? Wir wissen, dass Ihre Vollmachten vom Kaiser weitaus umfangreicher sind. Muss ich Sie leider enttäuschen? Das war unser erstes und letztes Angebot. Sie dürfen nicht gehen. Sie haben ja noch nicht mal getanzt. Dazu lasse ich mich gerne überreden, Prinzessin. Wir haben schon so viel Gutes. Exzellenz, ich fürchte, so werden Sie nichts erreichen. Weder Sie noch wir. Pardon, Monsieur. Bei so einem solchen Kongress spielen natürlich Befindlichkeiten und Eitelkeiten eine zentrale Rolle. Als ein individualpsychologisches Problem. Das verbindet sich mit dem politischen Problem, wer ist eigentlich hier der Erste und wer der Zweite und wer der Dritte? Das ist eine Pendeldiplomatie, würde man hier sagen, dass Trautmannsdorff tatsächlich versucht, mit den Franzosen erst einmal so weit zu kommen, wie es geht. Er muss im Grunde immer zwischen diesen Verhandlungsorten hin und her pendeln und versucht natürlich auch gewissermaßen diese beiden Verbündeten gegeneinander auszuspielen. Allerdings ist es durchaus ein Problem. Frankreich und Schweden, die haben sich gegenseitig also verpflichtet, keine Separatfrieden abzuschließen und auch eben alle Verhandlungsschritte gemeinsam durchzuführen. إن السويديين دخلوا الحرب فقط عام 1630 عندما رأوا أن هيمنتهم على بحر البلطيق مهددة. عندما كانوا في البحر وفي خضم عاصفة رعدية شرسة، وصل الملك السويدي جوستاف أدولف إلى الساحل الألماني بأسطوله. لم يرى نفسه فاتحا بل كمنقذ لبلاده وإخوانه البروتستانت. Ja, abgesehen davon, dass die Schweden in diesen Krieg vermutlich auch eingreifen aus
konfessioneller Solidarität für Gustav Adolf dürfte das eine Rolle gespielt haben, verfolgen sie natürlich geopolitische Interessen. Und ein zentraler Imperativ einer Macht, die ein Binnenmeer, die Ostsee, beherrscht, ist die Kontrolle der gegenüberliegenden Küste. Und das heißt Pommern. نزلت قوات غوستاف أدولف في جزيرة يوزدوم. أيقظ هذا الأمل الكبير لدى البروتستانت. مع المسيرة الناجحة في جميع أنحاء ألمانيا نما الجوع للسلطة. لتأمينها تحالفت السويد مع فرنسا التي دعمت القوات السويدية بأربعمائة ألف تالر. العدو المشترك هو ملك هابسبورغ. Da war Frankreich im Grunde jedes Bündnis, jedes anti-habsburgische Bündnis recht und selbst wenn es dann eben ein Bündnis mit einem Protestanten wie den Schweden war. Auch wir Schweden wissen zu feiern. Oh, wenn es kein Schwedentrunk ist. Unsinn, das haben die Katholiken erfunden. الكونت يوهان أوكسنستيرنا المبعوث السويدي الرئيس أرسل من قبل والده المستشار الإمبراطوري السويدي إلى أوسنابروك. قيل إن يوهان الابن لم يكن مؤهلا لهذه المهمة، كان متعجرفا عصبيا ويهتم بالنبيذ أكثر من الدبلوماسية. Was halten Sie von Trautmannsdorf? Er trägt eine abscheuliche Perücke. Grauen Haar, das stimmt. Und sonst? Jetzt Sie. Er ist ein fähiger Diplomat. Und ihm erscheint wirklich auf den Frieden aus. Wir auch. Königin Christina will den Frieden unbedingt. وقد تلقى يوهان أدلر سالفيوس المبعوث الثاني الأمر من قبل الملكة السويدية الشابة لدفع اتفاق سلام قدما. Die Königin ist noch zu jung. Der Reichskanzler trifft die politischen Entscheidungen. Trautmannsdorf ist Ihnen also bisher nicht entgegengekommen? Ich nehme an. Er will erst herausfinden, ob er uns gegeneinander ausspielen kann. Und? Kann er? Wir stehen zu unserer Vereinbarung. Frieden wird es nur geben, wenn der Kaiser sich mit Frankreich und Schweden einigt. Genauso sehen wir das auch. Im Großen und Ganzen ist die Stabilität dieses Bündnisses dadurch begründet, dass man gemeinsame anti-habsburgische Interessen hat. Bei den Schweden durchaus auch konfessionell, bei den Franzosen allein machtpolitisch ausgelegt. Und Trautmannsdorf musste dann relativ schnell feststellen, dass er die beiden nicht gegeneinander ausspielen konnte. إن الحراس الليليين الذين يجولون في أوسنابروك حتى هذا المساء ضمنوا بالفعل السلام والأمن في المدينة خلال مفاوضات السلام. Und lasst euch sagen, von St. Marie hat 10 geschlagen, 10 Gebote setzt Gott ein, wie das wir gehorsam sein, lobet den Herrn.